Hier wird die nukleare Abschreckung der NATO getestet. Kampfjets üben die Verteidigung Europas gegen Bedrohungen durch Russland und andere Mächte. Doch jetzt kommt die Bedrohung aus den eigenen Reihen. Ex-Präsident Trump stellt die Bündnisverpflichtungen der USA in Frage. Während viele Länder weltweit die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen befürworten, verlassen sich die meisten europäischen Staaten auf den Nuklearschirm Washingtons. Die USA haben mehr als 5000 Atombomben. 100 davon sind nach Überzeugung von Experten auf europäischem Boden stationiert. In Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und der Türkei. Dazu kommt das Atomwaffenarsenal der NATO-Mitglieder Frankreich und Großbritannien. Frankreich schlägt seit einigen Jahren mehr europäische Zusammenarbeit vor. Die NATO gibt es vielleicht nicht mehr für immer. Wir müssen unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Wir sollten nicht davon abhängig sein, was bei US-Wahlen herauskommt. Wirklich konkret sind diese Ideen aber nie geworden. Dazu kommt, für eine EU-weite Abschreckung müssten viele Verträge neu verhandelt und eine atomare Infrastruktur aufgebaut werden. Obwohl einige EU-Abgeordnete dafür offen sind, hält die Bundesregierung nichts von der Diskussion über eine europäische Atombombe. Weil wir erstens den amerikanischen Schutzschirm halten und haben, und wir sollten ihn nicht von uns aus leichtfertig aufgeben oder in Frage stellen, dafür gibt es keinen Anlass. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen. Russlands Nachbarstaaten an der NATO-Ostflanke sind ohnehin der Ansicht, dass Europa vor allem seine nicht-atomaren Fähigkeiten erhöhen sollte, etwa den Munitionsvorrat. Das, was dieser Präsidentschaftsbewerber in den USA gesagt hat, sollte diejenigen unserer Verbündeten aufwecken, die bisher noch nicht allzu viel getan haben. Es sieht ganz so aus, als wäre die Debatte über eine europäische Atombombe noch lange nicht beendet.